Thema heute ist klar, kein Weltenverkauf bei Zuzeier. Und damit herzlich willkommen. Ja, als ich das erste Mal gehört habe, Zuzeier verkauft Welpen, war ich direkt spontan, nö, geht gar nicht. Welpen verkaufen im Zoogeschäft, no way. Das gab es das letzte Mal vor 40 Jahren, die ganze Geschichte. Nee. Und da wir, oder ich als Hundetrainer weiß, was das bedeutet, wenn Hunde nicht vernünftig sozialisiert werden, wenn die das machen, sie zuchten kommen, wie auch immer, was für Probleme das nach sich zieht, ist das eine Sache, die eigentlich gar nicht so weit in Ordnung ist. Auf der anderen Seite ist das aber auch so, habe ich mich gefragt, woher kommt denn eigentlich diese spontane, nee, will ich nicht, geht nicht, weil das Verkauf von Kaninchen und Meerschweinchen und Fischen so stört mich ja jetzt irgendwie auch nicht, ne? Großartig. Und habe ich mich gefragt, ob das wirklich so rechtens ist für mich. Zum einen ist es ja so, es gibt Gesetze, ne? Es gibt das Tierschutzgesetz, es gibt die Tierschutzhundeverordnung. Und wenn Zoozeierjagd das alles beantragt hat und das alles im Rahmen der bestehenden Gesetze ist und der dafür eine Genehmigung bekommt, dann ist das erstmal rechtens. Und da können wir schwerlich was gegen unternehmen. Höchstens in der Form, dass wir dafür sorgen, dass wir dann die Leute wählen oder unsere Kommunalpolitiker wählen und die mal fragen, was das soll. Und dass wir dafür sorgen, dass die Leute gewählt werden, die ihr Tierschutzgesetz dahingehend ändern, dass sowas generell verboten wird. Dass also der Konsens in der Bevölkerung, wenn die sagt, wir wollen das nicht, wir sind dagegen, dass Tiere generell oder Hundewelpen generell verkauft werden, dafür gesorgt wird, dass das als Verbot ins Gesetz kommt. Und solange das nicht so ist, kann Zoozeierjagd damit handeln. So, dann gibt es natürlich auch eine freiwillige Selbstbeschränkung des Zentralverbandes der Zoofachbetriebe. Schon aus den 60ern oder Anfang der 70er Jahre, wo Konsens war, dass keine Katzenwelpen, Hundewelpen verkauft werden. Gut, Zoozeierjagd verkauft ja jetzt seit einem Jahr schon Katzenwelpen. War mir gar nicht klar, weil vor einem Jahr war ich noch in Hamburg und jetzt mit den Hunden und naja, damit hält natürlich die freiwillige Kontrolle auf und wer weiß, welchen Rattenschwanz das nach sich zieht, wie viele Leute oder Zoogeschäfte, Zooketten in Deutschland danach die noch anfangen, ein lukratives Geschäft darin zu sehen, Welpen zu verkaufen. Ja, das ist die andere Geschichte. Gut, emotional betrachtet, denke ich, ist das ein Problem, weil der Viehhandel oder der Tierhandel, das ist ja überhaupt so. Das Fleisch, was wir essen, wird beim Handel durch einen Verkauf von Schweinen, Hühnern, Rindern und so weiter gemacht. Hundewelpen, Katzenwelpen kann man sich ja auch kaufen bei dem Hundezüchter. Muss man sich vorher informieren. Auch kein Problem. Also ist der Handel mit Tieren grundsätzlich erstmal, finde ich, nicht verwerflich. Ne? Wobei natürlich für mich der Unterschied besteht, ob man damit Geld verdient oder ob man damit gierig wird. Und das Novum in der ganzen Geschichte für mich auch, warum ich eigentlich auch dagegen bin, ist einfach, dass man so diesen Spontankauf hat. Nicht? Man geht einfach ins Zoogeschäft, sieht irgendwie, oh, eine süße kleine Welpe. Und dann wird der Zwerg gekauft. Ich habe gehört, vermutlich so soll das sogar noch auf Raten gehen, weiß ich nicht. Und ist natürlich eine Sache, das gar nicht geht. Und eigentlich, wenn ich so ehrlich bin für mich, jetzt wo ich da so auch für mich in den letzten Tagen darüber nachgedacht habe, da mich in mich gegangen bin, ist eigentlich der Verkauf von Tieren so generell eigentlich eine Sache, wo ich sage, nee, eigentlich geht das überhaupt nicht, ne? Weil diese Spontankäufe, die finden ja dann nicht nur unter Umständen bei den süßen kleinen Hundebabys statt und bei den süßen kleinen Katzen statt, sondern findet ja auch bei Hamstern, Mäusen, Meerschweinchen, bei Fischen, Reptilien, wie auch immer, statt. Und wenn man dann seinem Kind ein Kaninchen kauft, was dann mit dem Meerschweinchen zusammen sein Dasein fristet, was ja nicht kompatibel ist, oder wenn man sich spontan ein paar Fische kauft, die dann Futter sind für die ich schon habe, oder die sich nicht verstecken können, weil die ganz andere Bedürfnisse an die Umwelt haben, sind das alles Sachen, das eigentlich nicht in Ordnung ist. Von daher denke ich von spontan für mich, Tiere verkaufen geht irgendwie gar nicht in so Geschäften. Oder sollte man vielleicht als Konsens in der Bevölkerung dafür sorgen, dass sowas generell verboten wird und dass sowas nur noch bei Züchtern irgendwie über die Bühne geht, dass man also nirgendwo mehr Tiere spontan kaufen kann. Ja, die Sache ist ja genehmigt. Irgendwann im Mai, Juni geht's los. Aber das ist natürlich auch so, wir wissen das ja alle gar nicht, wie das dann aussieht. Mag ja auch sein, das sage ich jetzt mal provokant, vielleicht werden die Welpen ja auch optimal betreut. Vielleicht haben die ja so eine Luxus 1A Top-Versorgung rund um Uhr mit Betreuern und Tierärzten, wie auch immer alles dran, da die Welpen optimal versorgt werden. Wissen wir das? Wissen wir nicht. Von daher ist das ganz spannend, mal zu gucken, wenn das fertig ist, da mal hinzugehen, sich mal beraten zu lassen. Ob ich das jetzt inkognito kann dahin?
Weiß ich nicht, aber das wäre spannend mal zu sehen, wenn das fertig ist, dass man da mal so einen Blick drauf kriegt, auf die Sache, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Die Hundevermehrerei, woher die Hunde kommen, ne? Wenn die, sind die von Privatpersonen, sind die aus diversen Massenzuchtbetrieben, die wir hier in der Gegend haben, Stichwort Dorsten oder so, wissen wir auch alles nicht, wo die herkommen. Ich denke, Herr Zajak, ich appelliere da mal so an Ihre Menschlichkeit, Geld verdienen, wie ich da vorhin schon sagte, ist eins, gierig sein ist das andere. Und ich finde, man könnte genauso gut die Hunde aus Rumänien oder Hunde aus Ungarn oder aus Russland, aus den osteuropäischen Staaten, da gibt es auch Welpen, da gibt es auch junge Hunde. Wenn man die nach Deutschland holt und die hier vermittelt, wäre das auch eine gute Sache, weil ihnen gehen da eine Tötungsstation. Auf der anderen Seite denke ich, kann man auch das Tierheim Duisburg zum Beispiel unterstützen. Das hat ja auch nochmal massig Hunde, die einsitzen und Hunde, die einsitzen noch zu der Zeit, als ich das mal geleitet habe, die immer noch einsitzen und nicht vermittelt sind, Staffords oder so. Ne? Und ich finde, man könnte doch so seinen Ruf oder seine Marktmacht dazu benutzen, was Gutes zu tun und nicht nur seinen Geldbeutel zu scheffeln, wo eh schon mal nicht genug drin ist. In diesem Sinne bleibt also mein Zettel, den ich hier habe, ne? Keine Weltenverkauf bei zu Zajak, in meinem Wohnmobil hängen, in allen drei Fenstern, definitiv. Und ich werde natürlich dann nichts einkaufen, habe da noch nie was gekauft bei Zajak. Aber wenn die Sache mal fertig ist, gucke ich mir gerne mal an. Und dann gibt es bestimmt auch eine zweite Version zum Thema kein Welpenverkauf bei Zajak. Ich wünsche euch was. Schönen Start noch ins Wochenende. Heute ist ja Samstag. Oder ein schönes Restwochenende, wenn ihr das habt. Ich wünsche euch was. Bis demnächst an dieser Stelle wieder zu meinem Blog. Tschüssi.